So, klauen wir das paar Plakat, damit ich meine Löffel nicht wieder Nein, zurückgeben die Info muss. ist höllenwichtig. Nein! Löffel! Der Aushang spricht für sich. Er spricht nicht. Er schreibt Textnachrichten. Das klappt so nicht. Hä? Wie, das klappt so nicht? Na, das steht auf diesem Aushang. Hier unten. Das klappt so nicht. Seltsames Statement. Ohne jeden Informationsgehalt. Kann ja nicht jeder so viel Sagenswertes zu sagen haben wie wir. Echt mal. Was? Man bekommt für die merkwürdigsten Sachen Errungenschaften. Okay, die Tür führt hier hin. Dann gehen wir nochmal da hinten raus, die Treppe entlang und dann. Es wäre, glaube ich, schneller gewesen, wenn ich einfach andersrum gegangen wäre, aber hey. Tschung, 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 tschung. Treppe runter! Noch eine Pinnwand. Ob ich die wenigstens mitnehmen darf? Nur der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Ich will meinen Löffel aber behalten! Ich brauche den noch. Ich brauche keine Pinnwand. Aber ich brauche meine Löffel. Und wenn da die Pinnwand hängt mit den Zetteln, dann will das Spiel wahrscheinlich auch, dass ich meinen Löffel zurückbringe. So funktioniert das nicht. Die Pinnwand ist ein Forum für das geschriebene Wort. Dann nimm einen Zettel, schreib was darauf und klatsch es dagegen. Ein Stift. Nicht ein Zettel. Ja. Du könntest natürlich auch Buchstaben reinstanzen. Oder reine Ritzen eher. Ich will nichts veröffentlichen. Doch, das willst du. Oha, Wäscheraum. Der gute alte Wäschelift. Beam me up, Scotty. Nein, so funktionieren Wäschelifte nicht. Stopp den Zug! Da fährt nicht mal was. Ich sehe vor allem gar keinen Zug. Hier fahren weniger Züge als in der stillgelegten U-Bahn-Station von London in Tomb Raider 3. Beam me up, Scotty. Das geht immer noch nicht. Unten. Gleiter. Ja, Gleiter, ja. Leiter. Runterkletter, Animation. Chicken, du kannst auch die einfachsten Wörter nicht mehr, ne? Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Dann machst du auf, guck, was drinne Zu ist. schwer, zu groß, zu langweilig. Wieso? Du kannst doch hier ein Bettlaken nehmen, da Gucklöcher reinschneiden mit einem wunderbaren Messer. Und dann als Gespenst rumlaufen. Würde ich niemand mehr erkennen. Hallo? Ist da jemand drin? Das ist nur Schmutzwäsche. Schmutzwäsche. Dann werf's in die Waschmaschine. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Nee, noch besser, noch besser. Werf Harvey da rein. Hallo Edna, dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna nicht! Es ist eine Falle! Heute ist nicht Waschtag. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Oho. Heute ist nicht Waschtag. Das könnte man theoretisch noch waschen. Nur aus Jux und Dollerei. Nimm es weg! Nimm es weg! Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Ketchup. Böser Ketchup! Böser Hobbit! Macht böse Flecken! Ja, böse, schmutzige Flecken. Ja, nimm es weg! Nimm es weg! Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Senf. Böser Senf! Böser Hobbit!
Macht böse. Ja, macht böse Flecken. Böse alles. Böse. Cornflakes. Wollte ich nicht essen. Mm, lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, hey, vielleicht können wir ja der Waschmaschine das als Waschpulver unterjubeln, aber nein. Edna möchte es lieber essen. Hallo, Edna. Ich kann dein kaputtes Stuhlbein säubern. Lass mal. Blitzi, spitzi, glitzi, blank. Funkel, spunkel, munkel. Ich sagte, lass mal. Warum sollte man ein kaputtes Stuhlbein säubern wollen? Hallo, Edna. Dein Poloschläger könnte etwas mehr Glanz vertragen. Aber das Blut meiner Feinde muss doch an der Waffe kleben bleiben. Das Glück. Nicht für die Feinde. Boah, Edna. Ich könnte mir Edna richtig gut als so einen Charakter in der Elder Scrolls Welt vorstellen. Sie wäre so badass. Hallo, Edna. Willst du nicht deinen Stift reinigen? Ich weiß nicht. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Ja, schmutzig, dreckig ist doch schön. Je nachdem, wie man es betrachtet aus einem Blickwinkel. Das Cape von Captain Unbrauchbar ist rot. Sein Anzug ist weiß. Pass auf, nützlich Boy. Sie dürfen nicht zusammen in die Waschmaschine. Sonst wird alles rosa? Schmutz! 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 Ja, cool, nicht wahr? Nimm ihn weg! Nimm ihn weg! Verdammt cool sogar. Eine Waschmaschine, die eine Phobie vor Schmutz hat. Gut, dass Schmutzwäsche dann in ihr gesäubert wird. Ui, was funkelt denn da so nett? Darf ich das mal sehen? Nein. Ach bitte, gib es mir. Gib es schon her. Pfui, aus! Böse Waschmaschine! Echt, Mann, das ist meine Polizeimarke. Nicht, dass ich dich noch wie mit einem Messer steche. Hey, ich bin keine Geschirrspülmaschine. Jetzt schon! Ha, als wenn es da einen Unterschied gäbe. Echt, mal Unterschied? Tja, wo ist denn da ein Unterschied? Wir stopfen einfach Wäsche und Geschirr mit Besteck einfach in eine Waschmaschine rein. Mal gucken, was dann passiert. Wäre mal interessant zu erfahren, was passiert, wenn man Besteck und, naja, Scherbenhaufen sicherlich. Spätestens bei den Tellern und Gläsern. Weil sich ja die Trommel so im Kreis dreht. Hey. Ich bin keine Geschirrspülmaschine. Jetzt schon. Ja, kein Unterschied. Hallo, Edna. Gib mir die Topflappen und ich sorge dafür, dass sie wie neu sind. Was bitte ist denn der Vorteil von neuen Topflappen? Der alte Topflappen beleidigt mich mit seiner Fleckigkeit. Sagtest du was? Ich hab nicht zugehört. Fleckigkeit. Heißt das, ich soll jetzt auch, wenn ich mal angenommen, das ist zwar jetzt unwahrscheinlich, aber wenn ich nicht einen Dalmatiner finde, will die Waschmaschine dann auch, dass ich ihn da reinstopfe? Hey, ich bin keine Geschirrspülmaschine. Ha, als wenn. Ich meine, das ist doch eh kein Unterschied. Hoch. Hoch! Nächste Tür. Treppen runter, geh Animation. Oha. Oha, wo sind wir denn jetzt gelandet? Akten. Ein Archiv. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Der Mond fällt auf die Erde? Ist das jetzt irgendwie so hier Zelda Majora's Mask-Anspielung? Ja, er kommt immer näher, der Mond.
Du hast nicht zufällig eine Ocarina dabei? Nein. Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Nö. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Ja, aber wenn der Mond auf die Erde fällt, vielleicht bist du ja im Keller sicher, je nachdem, ob es so schutzbunkermäßig eingerichtet und konstruiert wurde. Eine Postkarte! Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Alles klar. Ist das überhaupt gültig dann? Die ist nicht an mich adressiert. Egal. Einfach alles mitnehmen. Jeden möglichen erdenklichen Schrott. Wie ist das Wetter in Vladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Ja, und da fallen Monde auf die Erde, habe ich gehört. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Habt ihr das gehört? Zuschauer, habt ihr das gehört? Spart lieber euer Geld und verschickt E-Mails. Formular. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Eine Gruppentherapie. Ich brauche keine Therapie. Ich bin in bester geistiger Verfassung. Hörst du Stück Papier? Ich bin in bester geistiger Verfassung. Ja, du führst Selbstgespräche mit Gegenständen. Du bist definitiv in einer geistigen Verfassung. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Definitiv. Und du willst ja auch ein, dass dein Hase spricht. Sie hört Stimmen in ihrem Kopf. Meins. Moins, moins. Alles moins. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Ich bin auf der Flucht und nicht beim Umzug. Na und? Wer weiß, wenn man sowas mal gebrauchen kann. Hallöle Konsöle. Mal ein bisschen rumschnüffeln. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, Ja! wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Der Mann im Bienenkostüm. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Pony! Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ein Pony als Haustier. Interessant. Naja, vielleicht hat er ja so einen Bauernhof gehabt. Adrian, König des Aufenthaltsraumes. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Eine rote Katze. Blutverschmierte Katze. Gibt's irgendwelche Katzenarten, die im Real Life rot sind? Oder hat er die Katze gefärbt? Druckelbecher! Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Grüne Hunde. Wenn man was Falsches gegessen hat, dann läuft man doch grün an, ne? Also jetzt im Cartoon-Bereich oder so dargestellt. Der Hund hatte dauernd eine Lebensmittelvergiftung. Das finde ich jetzt nicht super. Überhaupt nicht.
Definitiv. Peter.